Wir haben hier diese wunderschöne Haartextur und jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, wie ist das denn gezaubert? Geht ganz einfach und zwar braucht ihr dafür das Bumble und Bumble Surf Spray, ein paar Socken, am besten lange Kniestrümpfe und, um den Look so richtig trendig werden zu lassen, einen wunderschönen Hut. Tja, seid gespannt. Das Bumble und Bumble Surf Spray, ein wahres Wundermittel meiner Meinung nach, weil man sprüht es einfach nur ganz leicht auf die Längen und Spitzen auf. Man braucht da wirklich nicht viel von. Am besten macht man das sogar, bevor man abends ins Bett geht. Und zwar nimmt man sich das Spray von Bumble und Bumble und sprüht es einfach leicht und gleichmäßig in die Längen und Spitzen auf. So, jetzt kommt der erste Socken zum Einsatz. Und zwar unterteile ich die Haare in zwei gleich große Teile, rechts und links. Nehme mir den ersten Teil, halbiere die Socke oder den Kniestrumpf sozusagen und wickel jetzt das Haar um den Socken auf. Dabei ganz wichtig aufpassen, dass die Spitzen auch wirklich eingedreht sind. Dann drehe ich die Haare auf, sehe wirklich zu, dass da auch kein Rest sozusagen überbleibt. Drehe so weit hoch, wie ich kann, bis es nicht mehr weitergeht. Dann verknote ich die Socke oben auf dem Haar drauf und lasse das dann so in der Form trocknen. Genau dasselbe mache ich nun auch auf der anderen Seite, nehme mir dazu die zweite Socke, drehe die Haare über den Socken sozusagen auf. Auch hier wieder ganz wichtig, dass ich aufpasse, dass ich mir die Spitzen nicht abknicke, sondern dass die wirklich rund aufgewickelt werden. Und auch hier verknote ich dann wieder oben drauf. So, und entweder laufe ich jetzt so für ein, zwei Stunden durch die Gegend oder gehe einfach ins Bett. Wache morgens auf, nehme mir die Socken raus und habe eine wunderschöne Textur. Und sind die Haare trocken, dann löse ich einfach die Socke im Haar und drehe das Haar einfach wieder aus. Und ihr seht bereits jetzt schon, wie die Haare fallen. Das heißt, das Einzige, was ich eventuell noch machen muss, ist das Haar leicht aufschütteln. Das ist in dem Fall gar nicht nötig, weil das Haar einfach wunderschön natürlich bereits fällt. So kann der Look natürlich auch schon für sich stehen, aber wer es ganz besonders trendig mag, diesen Herbst-Winter, der kombiniert natürlich diesen Haarlook mit einem Hut.